Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mystery Dungeon. Wir machen heute den Heulwald, denn Farbigel will irgendwas von uns, war aber so unwichtig, dass ich es gerade wieder vergessen habe. Ich habe außerdem noch Lavalos im Team. Ich werde mal ganz kurz tauschen zu Beep, denn ich habe wieder Bock mit Beep zu spielen. Beep, Beep, Dankeschön. Ja, kein Problem, mein Freund. Den müssen wir auch noch entwickeln, dafür brauchen wir 4 Entwicklungsgeoden. Die werden wir noch irgendwann bekommen, denke ich mal. So, passt. Naja, passt. Auf geht's! Ich hab ganz vergessen, wie der Heuwald war. Okay. Hab jetzt nicht erwartet, dass diese Musik kommt. Es sieht so krass aus. Wir sind in so einem ganz normalen Wald mit so voll entwickelten Pokémon. Ja gut, Mageton kann sich ja noch entwickeln. Lol, hey Flummel, kannst gerne mitmachen, wenn du willst. Weißt du, der erste Gegner und sofort. Aha. Das ist der erste Gegner und sofort. Wieder in unser Team. Das ist doch schön. Wir sind so beliebt. Ja, mehr oder weniger. Ach so, mit Magneton können wir jetzt auch wieder durch die Wände, ne? Das ist ja nice. Wenn ich Bock habe, meinen Hunger zu verschwenden. Badabambam. Du. Von wo hat er denn die Musik nochmal? Aus welchem Dungeon? War die aus dem Kleinhain? Nee, der Kleine war doch anders, oder? Nee, das war Kleinhain. Nee, das ist Kleinhain. Die Musik ist vom Kleinhain. Nee, ich hab dir gerade den. Was laber ich? Nee, ich hab gerade die Musik einfach nicht erkannt, von welchem Level die war. Aber gerade wo ich es höre, die ist vom Kleinhain. Oh. Hey, Hutut. Den können wir ja retten, oder? Habe ich gerade ein paar Äpfel dabei? Ich habe einen Apfel dabei. Okay, dann kann ich ihn da retten. Achso, nee, das war ein Item-Symbol. Ich dachte, das war er. Da ist Hutut. Das ist das hellblaue, ist er. Zack. Hi, Hutut. Starfehunger. Hier, ich gebe den Apfel. Mampf, Mampf, Mampf. Komm mal mit. Ich brauche dich. Okay. Zusatzheilung. Ich frage mich, welche Entdeckungen uns dieses Mal erwarten. Okay. Ich weiß nicht, ob ein Neuling sowas sagen würde, aber. Okay. Einiges gegen. Alles klar. Das hat 15 Floors hier. Dieser Dungeon. Das heißt, wir werden hier recht schnell durchkommen in diesem Part und dann vielleicht noch einen Dungeon machen. Irgendeinen kurzen, der auch 15 oder so geht. Oder 25. Keine Ahnung, mal schauen. Denn wie ihr wisst, bekomme ich Level ab Level 44. Was ich eigentlich sagen wollte. Wie ihr wisst. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wow. Nee. Jetzt weiß ich wieder. Jede Folge geht ja bei mir 30 Minuten. Deshalb haben wir ja theoretisch auch noch ganz viel Zeit. Ich weiß, ich habe die letzten Folgen etwas überzogen und 40 Minuten draus gemacht. Aber ey. Oh, Magneton, nice. Ich wollte halt, dass das nicht zu viele Folgen in einem einzigen Dungeon wird. Das ist sonst langweilig. Und dann schalten alle ab und dann. Ich habe keine Klicks mehr. Ich brauche dort die Klicks, Leute. Ich wollte nicht zwei nach oben. Ich wollte nur eins nach oben. Na egal. Als ob ich jetzt schon die Hälfte meines Hungers verloren habe. Oh, ein Raupi! Oh mein Gott, Luigi! Dieses Raupi müssen wir aber helfen. Ausrufezeichen! Ist ja nicht so, als könnte man das ganz einfach im Kleinen hinbekommen. Nee, nee, überhaupt nicht. Nein, wir helfen dem Raupi leider nicht. I'm sorry, okay? Kein Bock. Brauchst du halt nicht. Ups. Und ich habe herausgefunden, man muss einfach nur ganz schnell, ganz kurz B tappen. Das heißt, war immer meine Schuld, weil wenn ich jetzt. Also einmal kurz stehen bleiben und einfach ganz schnell B tappen. Aber richtig drücken. Nicht nur so ganz schnell, so zack, 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 weil so da passiert nicht viel. By the way, wenn man hier ins Menü geht, kann man Y drücken und dann sieht das Ganze so aus.
Ich finde es so viel besser. Nicht vom Aussehen her, aber von der Nützlichkeit her, denn hier kann man direkt alles sehen. Und ich meine, wenn ich so habe, dann kann ich halt, muss ich erstmal scrollen, 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 suchen, wo das ist. Deshalb mache ich das immer so, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. So, machen wir weiter. Oh, guten Tag. Wie geht's denn so? Ey. Eigentlich will ich einen anderen angreifen, aber ich habe so schnell gedrückt. Als ob ich jetzt verwirrt bin. Ja, komm, ihr killt den schon. Oder so. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich angreifen will, weil ich mache ja meine Teammates bestimmt One-Hit. So stark wie ich bin. Deshalb. Weiß ich nicht. Hatte ich jetzt Angst. Ja, kein Bock. E6. Und wir befinden uns hier in einem Ort, wo man ganz coole Items bekommen kann. Zum Beispiel einen riesengroßen Apfel oder das geilste Item des Spiels, Mini-Belebersamen. Wisst ihr, warum der Mini-Belebersamen besser ist als der Belebersamen? Die Kack-Mini-Belebersamen legen immer solche scheiße Samen hin, die niemand mag und die einfach nur Inventar Platz verschwenden. Und das nervt. Das nervt gewalttätig. Was sind das für Geräusche? Ja, hallo. Mein Gott. Ey, hier ist ein Laden. Moment. Warum wird mir das nicht auf der Karte angezeigt? Willkommen, ja, halt spaziert. Ich gebe dir Deckung, Mike. Das ist schön. Alter, wo sind denn die Items? Hier sind die Items. Was ist das? Ja, den kaufen wir mal, würde ich sagen. Den großen Apfel und den Stab auch. Warum nicht? Ich bin großzügig heute. Komm, ich hab Bock zu kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Komm, raus hier. Jojo. Hier nimm das Geld und hau ab. So, dann müssen wir kurz unser Inventar sortieren. Darf ich kurz bitte mein Inventar sortieren? Dankeschön. Für diese X immer noch nicht ganz richtig. By the way, Apfel gekauft. Ich muss ihn gleich mal essen. Weil ich jetzt schon Hunger habe. Wow, das ist schlecht. Normalerweise sollte man im ganzen Dungeon keinen Hunger bekommen. Ich glaube, ich wechsle einfach mal gleich meinen Leader zu Magneton oder so, weil Pikachu. Obwohl, Pika kann ich auch gerade noch nehmen. Selbst Pikachu, der stetig Hunger bekommt. Raichu. Hat viel weniger als ich. Oh, als ob ich tot bin. Ah, nee, beleb mich nicht. Braucht's nicht. Braucht's mir nicht beleben. Wozu? Wir sind ja eh schon gleich am Ende. Ich wüsste jetzt nicht, dass es hier einen Bosskampf gibt. Das wäre mir jetzt neu. So, Pikachu. Oh Gott, Pikachu verliert so viel Hunger. Wegen dem Spiel. Wegen dem Mampfring. Aber der ist halt einfach gut, der Mampfring. Deshalb will ich den behalten. Hau mal ab, ey! Junge, nerv nicht! Hau ab! Mein Gott! Ja, komm, mach einfach mit, warum nicht? Aber wenn du stirben solltest, ne, ich rette dich nicht. Ich sag's dir nur. Wenn du stirbst, rette ich dich nicht. Ich find's ja geil, wie niemand hier drauf treten und ich mir selber machen muss. Oh Gott, Aufruhr ist so eine langsame Attacke, dauert so lange zum Ausführen. Beeilt euch, ey. So. Hier ist ein Apfel. Den nehmen wir mit. Würde ich mal sagen. Oder ich esse den einfach schnell. Na ja, komm, essen schnell. Oh, was ist das denn? Röntgenbrille? Ey, die ist richtig gut, glaube ich. Moment. Moment. Ist das die X-Ray-Goggles oder was auch immer? Ja, das ist die, glaube ich. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, sonst bereue ich es später. Oh, ich habe so viele Samen. Warum habe ich Samen? Schmeiß die bitte weg, Mike. Oder ess sie einfach. I don't know.
Niemand braucht diese Samen. Seht ihr die? Ich habe 4 Samen. Warum schmeiße ich die nicht weg? Ich muss sie gleich mal wegschmeißen. Bevor ich in den nächsten Dungeon gehe, muss ich die unbedingt wegschmeißen. Ich hoffe, ich denke dran. Sonst wäre blöd. Das wäre echt kacke. Das wäre nicht nice. Ganz im Gegenteil. Wo ist das Ziel? Ich sehe es leider nicht. Nervt doch nicht. Hau einfach ab. Du bist eine Nervensäge. Ups. Hm? Ach, hier war das. Da merkt man, wenn man mehr als einen Tag nicht spielt. Ach, ich habe keinen Ladungsstoß mehr, deswegen. Oh Gott, Junge! Heilige! Ja, heim mich mal, das war ganz cool, danke. Bevor ich down gehe, Alter. Das wäre nicht so geil. Jetzt treff ihn doch, er ist. Er kann sich nicht mal bewegen. Nein! Oh! Nein! Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Ey! Greif ihn an! Greif ihn an! Danke! Boah! Ey, was eine schwere Geburt! Ich sag ja, das ist nicht so geil, wenn man verwirrt ist. Da kannst du einfach nicht zielen. Und dann bringst du all deine Teammitglieder um. Wow. Aber das war gerade echt geiler Moment. Naja, was heißt geil? Bei der Hälfte meines Teams ist tot, aber das war lustig. Mich jucken die Items hier gerade, by the way, nicht. Deshalb skippe ich die einfach. Ich will einfach nur hier raus. Ich brauche keine Items. Ich brauch's einfach nicht. Oh, oh, pass auf. Direkt bei Krakelo würde ich aufpassen, mein Freund. Der kann schön laut werden. Oh Gott, die sind 2. Warte, sind hier ganz viele in dem Heuwald? Und ich habe bisher nur keine gesehen? Oder ist ein Magnein? Moment, sind wir schon relativ am Ende, ne? Es gibt ja nur 15 Floors. Aua. Schleiner. Du Kleiner, dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Na, what's up? Oh, nice, eine Kiste. Eine Boxy, Boxy. Die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir gerne mit. Hi, Magnein. Bam. Tschüss, Magnein. Was? Du willst mitmachen? Ja. Warum nicht? Ich bin überlegen, ob ich gleich einen Beleber-Orb benutze, weil ich glaube, ich mache das sogar. Ey, was ist denn das hier? Nicht euer Ernst jetzt. Ey, ich habe nichts gegen, aber... Komm, ich benutze mal einen Beleber-Orb, ganz ehrlich. Ich habe jetzt... mich jetzt gerne Beleber... Habe ich noch irgendwelche? Sag mir nicht, ich habe aus Versehen keine... Oh, ich habe keine Beleber-Orbs. Och, nö... Ich dachte, ich hätte noch ein, zwei Beleber-Orbs dabei, aber habe ich anscheinend nicht. Ihr seht es ja selbst. Keine Beleber-Orbs. Ach, Kacke. Das ist doch blöd. Mensch, Mike, warum denkst du da nicht dran? Mein Gott, jetzt musst du ohne Bisa-Floor das schaffen. Na, egal. Wir haben ja trotzdem bisher ein gutes Team. So, aber ich wechsle jetzt mal zu Magneton. Denn Pikachu kann ja noch von Weitem angreifen. Ich leider jetzt nicht mehr. Weil ich möchte auch keine Items hier einsetzen. Das lohnt sich nicht. Das ist so ein kleiner Dungeon. Der ist viel zu klein für Items. Konfustrei. Och nö. Ich wüsste was, ich greife gar nicht erst an. Ich kill nur sonst wieder alle. Gar keine Lust drauf. Darf ich bitte. Nein, ich will den Apfel. Ich will den Apfel! Geben Sie mir bitte diesen Apfel! Boah. Wie die Gegner heute wieder nerven, ne? Es ist unmöglich, Alter. Das geht echt gar nicht.
Komm, kill das Kroink und dann lass mich weiterziehen. Dankeschön. Da ist ein böses Kroink. One of these is not like the other. Oh Gott, oh Gott! Ich greife nicht an. Das ist keine gute Idee anzugreifen. Lass die anderen mal angreifen. Nein! Nein, was machst du? Ja, ich belebe es mal wieder, weil ich will einen Kroink haben. Komm schon. Jetzt muss ich es leveln, um zu entwickeln. Geil, er ist down. Oh Gott, macht doch nicht alles kaputt. Mensch, Leute, reißt euch zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für so einen kleinen Dungeon so lange brauche. Aber ganz ehrlich, wir sind auch noch nicht stark genug. Oh lol, ja. Warum nicht? Na klar. Hab ich es gegen. Komm. Ja, mach nicht immer alles kaputt. Aber warte, den trinken wir. Den trinken wir sofort. Hier, Ladungsstoß, ist sehr gut. Den brauchen wir. Was? Ach komm. Du kriegst das eh nicht alleine, den Flummel. War das Flummel? Wir haben doch noch einen Flummel, oder? Ja, wir haben noch einen Flummel. Gut. Du. Komm, ich sag mal hier ganz links. Au. Ab. Bam. Daneben. Verfehlt. Zumindest bin ich nicht verwirrt. Alter, Raichu, kannst du bitte mal aufhören zu verfehlen? Was ist das hier? Ey, ist das irgendwie neu, dass man alle Magneten, die man besiegt, irgendwie bekommt? So? Warum war das früher nicht so? Oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, Leute. Das sage ich euch. Zack. Weiter. Weiterziehen. Wir sind fast da. Jetzt wird niemand mehr belebt. Wer jetzt stirbt, der wird sterben. Für immer. Und immer. Und immer. Und immer. Und immer. Also auch so, wir sind einer von Magneton oder Raichu, dann nur für diese eine Runde. Ach komm, hau. Nein, ich bin wieder verwirrt. Danke, Pika. Du. Ach komm, ich hab keinen Bock da hochzurennen. Das dauert mir zu lang. Ich gehe nach rechts. Und ignoriere euch. Warte, was? Was ist da gerade passiert? Ach, vorpreschen. Ach so, vorpreschen. Oh, Raichu Level 41. Das ist nice. Du. Hi, Hundemon. How about Hunde No? Haha. Voll Roffel XD. Ja, aber unser Flum ist echt richtig gut, ne? Ich glaube, den belebe ich sogar wieder, wenn es sein muss. So, ich gebe mir mal wieder Ampelleuchte. Zack, und weiter geht's, weiterziehen. Wir sind da. Oh nein, ich habe mich verirrt. Wo mag ich nur sein? Ich finde den Weg hinaus nicht und mein Magen knurrt. Was für ein Reinfall. Na nun, träum ich. Jemand ist gekommen, um mich zu retten. Ich bin so erleichtert. Baum. So, eine Kiste war. Oh, warte, ein A-Ticket? Die war nicht so gut, ne? So, Flurmel, bitte komm in unser Team. Yes. So, kein Bock auf Spitzname. Magnein. Ihr kommt alle ins Team. Alle, die gerade dabei waren, ihr kommt alle ins Team. Und ich habe euch ja gesagt, ich kann mich an keinen Boss hier nennen. Also gab es ja auch keinen. Denn ich kann das Spiel. Kann ja heute ja sein, dass die das irgendwie geändert haben. Deshalb habe ich gesagt, ich wüsste nicht, dass es hier einen Boss gibt. So, oh Gott, wie viele Magnines wir haben. Ja, die kommen alle gerne in unser Team. Warum nicht? Badababam, babam. Da kommt das nächste Magnein. Die sind alle Level 40. Das ist richtig gut. Und Vorbrechen ist auch eine richtig gute Fähigkeit. Nice. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mich gerettet. Keine Ursache, Farbige. Aber warum bist du denn weggelaufen? In deinem Brief stand etwas davon, dass du nicht mit Farbe vollgekleckert werden wolltest.
Es ist so. Oh! Sieh nur, da ist er! Ja, ich sehe ihn. Wir müssen ihn schnell zurückholen. Noch mehr Farbige? Sie sind sogar zu zweit. Hey, Farbige, wer sind diese zwei anderen Farbigels? Das sind meine Freunde. Ach, schön, komm jetzt. Auf dich wartet das Pinselfest. Werde ich doch nicht so. Du musst dir doch nur den Tatzenpatz da verpassen lassen. Ich will nicht. Nein. Ich habe keinen Bock darauf, dass mein Rücken nachher voller Tatzenpatzer ist. Was ist ein Tatzenpatzer? Und vor allem Pinselfest? What? Ach, das ist eine alte Tradition bei uns Farbigel. Da wird jeder von uns mit einem sogenannten Tatzenpatzer gekennzeichnet. Die Vorderpfote wird dabei in Farbe getaucht und dann ganz fest auf den Rücken gedrückt. Nee, nicht mit mir. Der eine Tatzenpatzer reicht mir völlig. Alles andere wäre zu viel des Guten. Ich träume davon, große Kunst zu schaffen. Und dazu gehören gewisse Prinzipien, was Mode und Design betrifft. Oh, ich weiß. Das ist die Lösung. Ich trete ganz einfach dem Team von Mike bei. Okay. Ich werde auch Teil eines Retterteams. Also nehme ich nicht am Fest teil. Ich verwirkliche nicht mich auf andere Weise. Tut mir leid. Ja. Ist das dein letztes Wort? Dann können wir wohl nichts machen. Wir unterrichten die anderen von deiner Entscheidung. Viel Spaß bei deiner Karriere, Ritter. Ciao. That was strange. Oh wow, da hast du uns aber ganz schön überrumpelt. Aber für mich ist das in Ordnung. Willkommen im Team, Farbigel. Wir zählen auf dich. Yippie, ich danke euch. Das Zeichen und Malen liegt mir besonders. Ich kann zum Beispiel... Einen Augenblick? Wie wäre es damit? Was? Die Flagge? Die Gestaltung dieser Flagge hier. Ich könnte beispielsweise das Design dafür umgestalten. Wenn ihr das Flaggendesign ändern möchtet, dann gebt mir einmal Bescheid. Level 25 erst. Wow. Lame. Ich werde ab jetzt in der himmelblauen Ebene für euch bereitstehen. Wenn ihr die Flagge schwingt, dann weiß ich Bescheid und komme sofort vorbei. Wenn ihr das Design also ändern wollt, schwingt einfach die Fahne. Macht's gut. Machen wir das mal, würde ich sagen. Bam, badam, bam, badudadabdu. La 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 la. Do da da da. Die Kiriki. Pelipa kommt zu uns. Da 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 da. Klong klong. Komm, was hast du denn heute für uns? Ach, ich bin zu schnell. Too fast for me. Ja, Sonnenkern, super. So, Fahne ändern. Möchtest du Farbigel rufen, damit er die Teamflagge umgeschaltet? Ja, warum nicht? Mike schwenkt die Teamflagge, um Farbigel ein Signal zu senden. Flop, flop, flop. Wie ist er jetzt so schnell hierher gekommen? Hallo, du möchtest also, dass ich deine Teamflagge umgeschalte, nicht wahr? Was für ein Design schwebt dir denn konkret vor? Oh, lol. Oh, lol. Hey, die sind alle echt cool. Dieses Wohin genau dort. Was ist das hier? Ey, die sind alle richtig cool. Jetzt erkennen die, das hier ist Mankey. Ey, die sind wirklich alle richtig cool. Welches nehme ich? Das ist eine gute Frage. Das hier ist Bogen Smogon, für die ich es nicht erkenne. Und das hier ist Libiskus. Warum auch immer hier Libiskus hier ist. Was das hier ist, kann ich aber nicht ganz sagen. Ich erkenne es selber gerade nicht, was das hier sein soll. Ich bin am struggeln. Welches ich nehmen soll. Irgendwie will ich das von Xatu, aber... Irgendwie will ich auch die beiden. So, das Ditto ist auch voll cool, diese Gesichter da. Was will ich genau... Ich weiß es nicht, die sind alle gut. Ich nehme Ditto, glaube ich. Ja. Alles klar, als Künstler fehlt es mir vielleicht noch etwas an Erfahrung. Doch das mache ich dafür mit meiner künstlerischen Aderwett. Ich lasse einfach meine Kreativität freien Lauf und zaubere dir was Tolles hervor. Auf geht's. Pinsel, Pinsel. Fertig. Das ist doch cool.
Na, wie gefällt es dir? Nicht übel, oder? Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ah, ist nice. Ist gut, ist nice. Ich hoffe, dass dir mein Werk gefällt. Sag mir einfach Bescheid, wenn du das Design wieder ändern möchtest. Bis dann. Schon cool. Ich habe nur das Ditto genommen wegen den ganzen Gesichtern auf den Dittos. Die sind lustig. Ja. Da, 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 da. Haben wir noch Zeit? Ah, wir haben nicht mal ganz so viel Zeit. Was können wir noch machen? Können wir auch irgendwas machen? Ich würde sagen, die verlassene Insel können wir noch machen. Dafür werde ich aber mal ganz kurz die Samen wegschmeißen. Dann fangen wir an. Wegwerfen. Ja. Wegwerfen. Ja. So. Und dann ganz kurz die Röntgenbrille wegpacken. Nicht schmeißen. Die wollen wir noch behalten. Nein, ich will mit Kangama reden. Dankeschön. So, reicht. So, ich würde sagen, wir gehen auf die verlassene, gruselige, legendäre Insel. Das wird doch bestimmt spannend und aufregend. Zack. Oh. Was? Ach, wir haben hier so einen Brief. Moment. U10. Ja. Why not? Okay. In der nächsten Folge machen wir dann irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ich entscheide immer spontan, welches ich nehme. Aber wahrscheinlich nehme ich immer erstmal die kürzeren und dann die längeren. Oh, ich liebe diese Musik. Oh, jetzt weiß ich wieder, welche Musik das ist. Die hatten wir heute, die hatten wir in diesem Stream, bin ich dumm. In diesem Let's Play hatten wir diese Musik noch nicht. Aber ich bin froh, dass sie endlich vorkommt. Das ist nämlich die Musik von dem längsten Dungeon im Spiel. Und die ist so geil. Die Musik ist so geil. Was, warum gibt es hier so schwache Pokémon? Hornliu. Junge, wir sind hier Aftergame, Junge. Postgame, als ob es hier irgendwie so. Ach, egal. Die Umgebung sieht richtig cool aus. Ich bin so froh, dass ich diese Musik jetzt auch in-game hören kann. Und nicht nur immer auf YT. Oh Gott. Ach, wegen Sandsturm kriege ich Schaden. Jetzt zeige ich es auch gerade. Wo ist ein Laden? Es ist musikfähig. Ach, Kekleon, was soll denn das? Na, Spaß, alles gut. Nee, brauche ich. Obwohl, warte, nimm einfach mit, einfach mitnehmen. Was ist das? Aufnehmen. Komm, kaufen wir. Hier, bitteschön. Falls sich immer fragt, warum Kecklon eigentlich immer direkt dahin tippt, wo man gerade der Ausgang für einen ist, liegt daran, dass wenn man nämlich auf Nein drückt, dass man bei ihm klaut. Und er dann sofort zurück angreift. Und Kecklon ist sehr stark. Aber wir werden ihn irgendwann mal klauen müssen. Denn nur so kann man Kecklon rekrutieren. Den gibt es nicht als Gegner. Als ganz normalen Gegner so. Den gibt es nur. Den kann man nämlich nur bekämpfen, wenn man bei ihm klaut. Und deshalb werden wir das irgendwann mal machen. Aber irgendwann am Ende des Let's Plays machen wir das. Aber ich versprochen, dass ich das mache. Ich verspreche es euch. Ich werde das machen. In der Hoffnung, dass wir ihn rekrutieren können. Wäre ganz nice. Und dann werde ich euch noch viel mehr über ihn erzählen. Wie er funktioniert, was man achten muss, was auch immer. Bin ja auch nicht von gestern. Ich kenne mich schon aus mit dem Spiel. Glaube ich nicht so klug mit dieser Floor gegen einen Pony zu kämpfen. Auch wenn ich viel besser bin. Aber ist das ein Kanimani? Oh, das ist ein Bossgegner. Psyana. Och, och, nö. Warte, alles gut. Direktier, meine Freunde. Okay. Ist das ein Slimer, das uns verfolgt? Ja. Ja, aber es wird schon sterben. Ne, oder? Ja. Das ist Psyana. Sieht so traurig aus. Man sieht das Gesicht gar nicht von Psyana. What?
mich einfach gerade gewonnen. Alles klar. Ja, du mich auch. Alles gut, ne? Nein, kill ihn nicht, kill ihn nicht. Nicht einmal, du. Ich verschwende gerade wieder all meine Dinger. Das ist nicht... Nicht euer Ernst, ich verschwende gerade all meine Sachen, ne? Alles verschwende ich hier gerade. 80, komm. Zack. Pff. Greif mich an, ja, greif mich an. Das ist besser, wenn du mich angreifst. Ich muss meine ganzen Belebersamen hier verschwenden. Tut mir leid, Leute. Kann nichts dafür, dass hier ein Bossgegner ist. Warte, wir sind alle drei paralysiert. Das ist besser, als wenn, nur wir beide. Oder wenn keiner. Dieses kleine Paras. Vor allem, das hat so seltsame Augen. Die sind so komplett weg vom Körper. Voll seltsam. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann gerade wirklich nichts machen. Alter. Und Amalda auch nicht. Ah, jetzt geht's wieder. So. Was? Wer hat denn kein Kraftarmband? Ich? Why? Nimm. So. So, Pikachu. You need this potion. Take it. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen, Leute. Ich sehe gerade nämlich, es ist schon zu lang, die Folge. Wir sehen uns. Haut rein.